1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für Montag. Und so langsam, aber sicher, das habe ich auch jetzt schon oft genug gesagt, nimmt das neue Jahr 2023 Normalität an. Ich gebe euch gleich ein paar wirklich interessante Programmhinweise, die ihr euch schon mal merken könnt. Und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere das Ganze dann auch wahrnimmt. Live oder bei einer Veranstaltung oder wie auch immer. So, mal ganz kurz auf den Fußballblock geschaut von heute. Der 20-jährige Spieler Rütter, den ich von Anfang an für ein großes Talent gehalten habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe bei Hoffenheim, wird die Hoffenheimer offensichtlich verlassen und in die Premier League wechseln. Schade, das ist wirklich ein Riesentalent, hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und ich wünsche ihm dann alles Gute in der Premier League. Dieter Hoeneß, das ist einer aus meinem Jahrgang, wird heute 70 Jahre alt oder wird in diesen Tagen 70 Jahre alt. Er war ein Torjäger, ich würde mal sagen, der alten Schule, der auch mit einem Turban weitergespielt hat, der sich in Situationen hineingeschmissen hat, die aussichtslos waren. Er war keiner, der so brillante Tore geschossen hat, aber mit vollem Körpereinsatz. Bei den Bayern unter anderem, dann auch lange bei Hertha BSC tätig gewesen. Und ich war mit Dieter Hoeneß mal bei den Olympischen Winterspielen in Calgary. Was hat er damit zu tun gehabt? Also ich war damals dort wirklich als junger Reporter oder fast junger Reporter, muss man sagen, für RTL Plus. Und er hat, glaube ich, eine damals junge Computerspielfirma dort vertreten. Das war, wann war denn das? 86 oder so. Und das war faszinierend. Da war er jeden Tag bei uns im Hotel und das war ein toller Job. Er ist da nur rumgefahren und hat irgendwie, ja, man würde sagen, den Grüßonkel gespielt. Und Sebastian, sein Sohn, der ja eine ganze Zeit lang doch sehr erfolgreich in Hoffenheim Trainer war, den habe ich immer geschockt, wenn ich ihn interviewt habe, indem ich gesagt habe, Herr Hoeneß, ich hätte da noch ein paar Geheimnisse über Ihren Vater zu erzählen. Und dann hat er mich immer etwas misstrauisch angeschaut, aber natürlich gab es keine wirklichen Geheimnisse. So, jetzt mal die Hinweise und dann noch ein paar Worte zum Thema Darts, weil mich das komischerweise jetzt doch fast tagtäglich irgendwie beschäftigt. Hinweis Nummer 1, Ewald Lienen kommt live ins Kolpinghaus nach Kempen am Niederrhein. Da machen wir eine Veranstaltung mit ihm und das heißt eine längere Talkshow. Und es werden auch zwei Fußballautoren dabei sein, die Krimis oder beziehungsweise der eine hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben, der andere hat einen Krimi geschrieben über den legendären Büchsenwurf auf dem Bökelberg. Aber im Mittelpunkt des Abends wird Ewald Lienen stehen und darauf freue ich mich sehr. Ewald Lienen wird auch in diesem Jahr Ende November 70. Ja, der Mann mit den langen Haaren. Viele spannende Geschichten. Und wie gesagt, live das Ganze demnächst hier im Kolpinghaus in Kempen. Weitere Informationen folgen. Ich hoffe auf rege Beteiligung. Dann heute, jetzt sind wir bei weiteren Hinweisen, 18 Uhr, Brillux Radio hören Matthias Esch und ich werden uns um Sportarten kümmern, die wie der Phönix aus der Asche steigt, wieder in die Asche zurückfallen. Sportarten, die plötzlich wahnsinnig populär werden in Deutschland. Also das ist spannend. Oder es dann auch nicht mehr sind, wie beispielsweise Tennis, muss man leider sagen. Also warum, wieso, weshalb und was ist dafür entscheidend? Das Ganze heute am Montagabend 18 bis 20 Uhr Brillux Radio. Ich habe das Logo mal heute hier rausgesucht, den Sender, damit ihr vielleicht am Montagabend, also heute Abend, mal reinschaut. Dann 12. Januar, Mux TV, der viel wichtigere Fernsehsender als alle anderen. Um 21 Uhr Night Call, Night Talk, Bernd Schmellenkamp, der Medienexperte und ich. Wir werden viele Gäste erwarten. Unter anderem werden wir auch über Fußball diskutieren, über den DFB und wie schwer es Amateurvereine haben. Hans Meiser wird einer unserer Gäste sein. Der hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, definitiv nicht. Aber wir haben ja den Medienexperten dabei und Hans Meiser wird ein bisschen über seine Medienvergangenheit erzählen und über seine Erfahrungen. Und er ist da ein sehr, sehr harter Kritiker. Spannend. Am kommenden Donnerstag, muxx.tv,
der Night Talk, der Night Call, wie auch immer. So, wie geht's weiter? Habe ich noch einen Hinweis? Nein, mit den Hinweisen war es das, aber Olli Pocher ist aufgetreten beim Promi-Darts und wurde ausgepfiffen, gnadenlos ausgepfiffen, seine Frau dagegen gefeiert, was ich ja so ein bisschen verstehen kann. Und Olli ist auch jemand, der sehr, sehr stark polarisiert, um es mal freundlich auszudrücken. Ich muss sagen, das war nicht so nett. Das finde ich überhaupt beim Darts blöd, dass da viele ausgepfiffen werden, gnadenlos ausgepfiffen werden. Und diesmal hat es bei diesem Promi-Wettbewerb Olli Pocher erwischt. Und dann hat der Warm-Upper etwas sehr Schönes gemacht. Das ist derjenige, der immer vor der Show eigentlich den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Der hat nämlich gesagt, wisst ihr was, ist natürlich alles Geschmackssache und Oliver Pocher sowieso, aber ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Als Corona anfing und ich überhaupt keinen Job mehr machen konnte, da hat Oliver Pocher mir den Arsch gerettet und hat mich in einer seiner Sendungen geholt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen. Danach wurde es ein bisschen ruhiger im Saal, aber ein anderer Mann wurde dann dafür heftig ausgepfiffen. Ich sage jetzt nicht wer. Also das ist schon komisch da mit den Pfeile werfen. Lasst sie werfen und tretet den Menschen unvoreingenommen gegenüber, dann wäre schon viel erreicht. So, ich habe auch viel erreicht, bin nämlich fertig. Wir sehen und hören uns wieder morgen. Denkt an die vielen Programmhinweise. Danke. Das war's für heute und denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.